Was geht, YouTube, und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir in meinem Solo-Minecraft-Let's-Play. Heute beginnen wir mit unserer Reise in den in die Wüste. Heute mal mit den Katzen hinten im Hintergrund. Die zweite. Ah, die ist auf dem Boden jetzt, ist egal. Ja, wir gehen jetzt in die Wüste. Ja, komm, hau ab, hau ab, hau ab. Geh weg. Geh weg, ich muss da rein. Danke. Also, wir graben uns noch ein paar Sachen und entleeren uns gleichzeitig zu Sachen, die wir einfach gerade nicht brauchen, um die mitzunehmen. Hier, den Stuff zum Beispiel brauchen wir nicht. Ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, ich weiß gar nicht, wo wir bei der letzten Folge stehen geblieben sind. Das heißt, falls ich da irgendwas vergessen habe, tut es mir leid. Falls nicht, ist mir egal. tierische Produkte, ja, hier, das kann hier auch noch rein. Das kann da noch rein, das kann noch rein. Ich mach mir jetzt neues Werkzeug und dann gehen wir auch schon los. Warte mal, hätte ich zum Beispiel nicht wegpacken müssen, meine Knochen. Warte mal. Ach, guck mal, man kann jetzt mehr stacken, oder was? Ja, man kann es auf 50 stacken, das ist ja mega nice. Okay. Also ich brauche einmal eine Axt. Spitzhacke, glaube ich, Moonwood Rods. Davon habe ich noch 6 Stück. Glücklicherweise. Und wie mein Langschwert, ja, reicht es mir jetzt nicht. Mein Schwert ist aber leider auch fast kaputt, Mann. Ah, man. Ja, ne, wir brauchen das. Wir brauchen das. Wir gehen ganz kurz in die Höhle. Steppen ganz kurz darüber. Ich hole mir dann neue Moonwood Rods. Und dann begeben wir uns in die Wüste fürs neue Upgrade. Ja. Jungs, Mädels, wie geht's euch? Erzählt mal, wie es euch geht. Mir geht's nämlich ein bisschen schlechter. Ich bin tatsächlich krank. Merkt man zwar nicht, ich push mich gerade so ein bisschen selber. Hab auch Energy getrunken, beziehungsweise Kaffee. Jetzt kann ich mich so ein bisschen hochpushen. Das ist, es hilft, aber ja, also eigentlich bin ich dann doch eher krank. So, weg mit dir. Und weg mit dir. Hier. Das habe ich letztes Mal schon gesehen. Das nehme ich dann jetzt noch mit. Fünf Stück nochmal. Das reicht vollkommen. Ich brauche nur neue Schwerter und dann gehen wir direkt weiter. Ja. Ah, essen sollte ich noch. Ich habe jetzt gerade nochmal 2 Fleisch eingesammelt. Was habe ich an. Ich habe an Essen eigentlich gar nichts wirklich da. Dann sammle ich jetzt mich hier so ein paar Beeren ein. Nehme diese mit. In die Wüste und da wenigstens irgendwas. Ich hoffe aber auch, dass die Wüste nicht allzu weit weg ist. Weil, ja gut, ich meine, im Endeffekt baue ich dann sowieso ein Ding rüber. Ein Zug oder halt ein Flughafen, whatever. So. Guck mal, fürs neue Upgrade. Was brauche ich dafür eigentlich? Marble Slabs und Knut Root Rods. Ja, die hätte ich im Prinzip jetzt eigentlich auch machen können. Oh, jetzt kommt. Eine hat mir gefehlt, ne? Ah ne, 3. Oh, falsch. Marble Slabs. Wie viel habe ich? Habe ich zufällig Marble? Ne, ich habe eigentlich keinen Marble mehr. Ich bin mir zu 100% sicher. Ich habe mein ganzes Marble schon verballert. Ein Juicer wäre jetzt natürlich edel. Aber den habe ich noch nicht freigeschalten. Ich bin mir sicher, den bekommt ihr im nächsten Upgrade und danach ja, wird einfach alles. Also brauche ich kein Essen mehr. So, weil dann mache ich die ganze Zeit nur noch Marble. Marble. Ist okay, Mann. Dann mache ich die ganze Zeit nur noch diese Tränke mit den Snowberry Seeds, weil die sind halt sehr nice. Und ja. So, also dann kann ich die doch bestimmt auch. Ne, guck mal, die kann ich nicht auf 50 stacken. Das sind nur die Knochen.
So, und dann würde ich sagen, wir laufen direkt los. Ich schau mal ganz kurz, guck mal, da hinten ist Eis, hier ist Eis. Dann laufe ich in die andere. Ja, guck mal, perfekt. Direkt jetzt habe ich Hunger. Ich esse mich mal mit den hoch. Und dann laufen wir mal in die entgegengesetzte Richtung vom Eisgebiet. Würde in meinen Augen auch nur Sinn ergeben, wenn das dann hier wäre. Lustigerweise, ich bin hier immer noch am Spawn. Ich habe eigentlich so gar nichts von der ganzen Welt hier gesehen. Aber wir laufen jetzt mal los, machen eine dicke Expedition darüber. Aber ich würde sagen, das cutte ich. Weil sonst, also wäre es eine Folge, in der ich nur laufen würde. Da setze ich dann mal einen Cut, sobald ich dann eben in der Wüste bin. Deswegen sehen wir uns in der Wüste wieder. So, wir sind tatsächlich schon angekommen. Das war näher als gedacht, ehrlich gesagt. Verdammt. Ups. Ich bin stuck im Menü einfach. So. Wir sind in der Wüste angekommen. Die war gar nicht mal so weit weg eigentlich. Ich kann irgendwie jetzt hier. So weit ich weg ist die jetzt gar nicht. Das ist sehr nice. Da vorne ist auch schon ein Sandwolf. Aber so wie es aussieht, ja, fällt der. Da könnte ich jetzt aber hingehen. Den Loot einsammeln. Das wäre sehr nice. Komm, hier ist Blastpowder. Mein erstes Blastpowder. Ich bin tot. Ich war nicht in der Nähe, Mann. Oh, verdammt nochmal. Ich muss jetzt wieder rüberlaufen, meine Sachen einsammeln und hoffen, dass der Riese weg ist. Ich bin gestorben. So, und da sind wir auch schon wieder in der Wüste. Und mein Zeug liegt da und der böse, böse. Ach, guck mal, da ist so eine. Da ist noch eine Crab. Ja, ist okay, Mann. Können die mich hier angreifen? Nee. Einmal ganz kurz mein. Was? Warum waren die da gerade in der Luft? Okay. Nee, warte, ich tausche die mal nochmal so. Ich habe. Doch, 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 ich habe noch Essen. Ich heal mich jetzt mal eben ganz kurz hoch. Komm, jetzt heal, 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 heal. Und die restlichen mache ich mit der Beere. Alles klar, perfekt, gut. Da waren nämlich auch die Krabben. Die Krabben brauche ich nämlich auch. Hier ist so eine Krabbe. Ah, hier sind direkt zwei. Das ist nicht so gut für mich. Oh, verdammte Scheiße. Krabbe brauche ich. Hier in der Wüste sind natürlich die ganzen Kreaturen und Bösewichte und eigentlich alles. Ach, guck mal, die kann springen. Jetzt, ich komme nicht ran. Komm. Nein. Komm her, komm her. Jawohl. Wir haben Krabben. So, wir müssen hier hoch. Blinkparts. Treppe. So, das muss passen. Weil wir brauchen hier den Stuff hier. Oh, ich hoffe mal. Nein. Aber ich habe ja noch eine mitgenommen. Das Rough Ember, das brauche ich unbedingt. Ja, für später halt, aber. Ja, ich bin jetzt schon hier, dann kann ich das direkt mitnehmen. Was brauchte ich denn nochmal alles für den Gleiter? Sorry, ich bin den Gedanken nicht zu Ende gesagt. Das Kaktus brauche ich ja auch für das besondere Holz. Das glaube ich das eine. Ich brauche einmal das Holz. Das sammle ich gleich mal ganz kurz ein. Und dann gucken wir.
weiter. Ich gucke jetzt aber, also ich tue jetzt erstmal hier das Rough Amber abbauen. Ja. Wir schauen mal, das ist viel, also das macht sehr, sehr viel Damage an meiner Axt hier. Hier ist noch der Rest, der runtergefallen ist, den nehme ich mit. Dieses Holz brauche ich natürlich auch noch. So, und jetzt gehen wir mal hier ran. Ich weiß aber nicht, ob ich die schon abbauen kann. Nein, das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Das heißt, ich muss auf jeden Fall wieder zurückgehen. Gut, wofür sind wir denn eigentlich hierher gekommen? Eigentlich größtenteils für die Wölfe und die Krabben. In erster Linie. Hier ist wieder ein Wolf. Mann, die Wölfe sind voll die Ratten geworden. Die rennen die ganze Zeit weg. Ich habe übrigens herausgefunden, dass die Wölfe aus Rette die Welt sind. Weil ich habe heute Morgen ein bisschen Rette die Welt gespielt und da waren auch... Wow, da waren auch... nice. Da waren auch die Wölfe. Das habe ich tatsächlich nicht gewusst. So, aber gut, hätte man auch nicht wissen können, wenn man halt eben nicht Rette die Welt spielt, ne? Okay, weiter geht's. Da ist der nächste Fuchs, wollte ich gerade sagen. Ja, das ist kein Fuchs, aber fast das gleiche, ja. Komm her, Wolf. Noch einmal. Jawohl. Wir nehmen auf jeden Fall ein paar mit. Weißt du, weil... Ah, komm, wir haben sogar schon gelandet. Ein Loot-Job in der Wüste, Mann. Da muss doch jetzt crazy shit geben. Oh ja, das hat er. Oh ja, ja, ja. Crazy, Maisy. Ich hab, den hier bekommen. Pizza. Santa Claus. Ganz viel Santa. Okay. 12 Santa Claus. Ich glaube, ich brauche keine weiteren mehr. Ich kann mich jetzt, auf die Suche nach Dinger machen. Aber mich nervt, dass ich... Oder kann ich die vielleicht damit abbauen? Nee, geht gar nicht. Oh je, falsch. Raus hier. Krieg ich Fallschaden? Oh, verdammt. Habe ich ganz kurz Panik bekommen, ey. Ja, dann machen wir das so. Dadurch, dass ich ja jetzt eh ein bisschen hier drin bin. Ich glaube, 10 Minuten habe ich jetzt Resistenzen. Stimmt, die brauche ich auch unbedingt. Die kann ich direkt mitnehmen und dann pflanze ich die auch bei mir an, dass ich nicht jedes Mal für die hier nach hinten kommen muss. Die sind nämlich sehr nice. Die brauche ich später für das Eisgebiet, um dort nicht zu verbrennen. Ich brauche die zwar nicht mehr, aber... Wir bleiben jetzt mal hier, wir killen dich jetzt mal trotzdem. Zack. So ist gut. Da kommt die Kiste noch. Die Seeds nehme ich mal gerne mit. Warum eigentlich nicht? Für die habe ich keinen Platz mehr. Mann, ich bin mit einem leeren Inventar hergekommen und ich bin komplett voll, ey. Das kann man sich echt nicht ausdenken. Aber ich brauche Krabben. Wölfe habe ich jetzt schon genug. Krallen. Also ich brauche euch ehrlich gesagt nicht mehr. Ich brauche jetzt nur noch die Krabben. Und ich habe 2 Shells. Das ist... Ah, Mann. Okay, nee, von da bekomme ich trotzdem nur Silk. Brauche ich das dementsprechend auch nicht hinterher zu rennen. Nee. Dann kann ich nichts mitnehmen und will ich nichts mitnehmen. Slappery. Kann ich sogar mitnehmen. Okay, aber wir suchen weiterhin die Krabben. Die Krabben sind sehr wichtig. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht, wie lange ich die Folge jetzt machen werde, weil die Aufnahme lief ja jetzt einfach durch. Ich habe jetzt keine Ahnung,
wann die 15 Minuten um sind. Ich mache die jetzt einfach mal nach Bauchgefühl. Ich glaube, 10 Minuten lang bin ich einfach nur hier rüber gelaufen, zweimal halt. Deswegen entweder ist die Folge perfekt 15 Minuten oder halt eben nicht. Ist aber auch nicht weiter schlimm, würde ich so sagen. Würde ich mal so behaupten, wenn die mal ein bisschen länger dauert. Da hat, glaube ich... Ah, oh mein Gott, ich habe gedacht, ich falle jetzt runter. Da glaube ich keiner was dagegen, wenn die Folge ein bisschen länger geht als 15 Minuten. Ja, jetzt nehmen wir mal hier noch ein bisschen Rough Ember mit. Ich weiß gar nicht, ob das Rough ausgesprochen wird, habe ich nicht schon. Wisst auch ehrlich gesagt nicht, wie man sonst aussprechen soll. Ich weiß aber auch nicht mehr, für was man das gebraucht hat. Für irgendwas hat man das gebraucht später. Aber dadurch, dass ich nur ein einziges Mal das abgebaut habe mit den Jungs und danach haben wir eigentlich mehr gespielt, weiß ich gar nicht, für was man es braucht. Aber das ist ja kein Problem, das finden wir dann zusammen heraus. So, aber irgendwie haben wir das Problem. Ich meine, schön, wir sind jetzt in der Wüste, ja? Ah! Jawohl, da, genau dich wollte ich. Nein, 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 bleib hier, bleib hier. Jawohl, ich hab mir vorgenommen, ich nehme mal so 10 Stück mit. Weil, ja, ist einfach es wäre einfach besser, 10 Stück mal mitzunehmen. Und dadurch, dass ich nur ein Blastpowder habe, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich ein kleines Flugzeug baue, um hier dann rüber zu fliegen, weil ich... Also ich weiß nicht, woher ich sonst das Blastpowder bekomme. Eigentlich ja... Jawohl, komm ran. Eigentlich ja von den Skeletten, die droppen die dann einfach. Aber es ist ja Tag und jetzt kriege ich da halt schlecht... Blastpowder. Boah, aber die machen auch. Oha, die explodieren ja. Also, Freunde, passt auf. Bei den Skeletten hier in der Wüste, Mann. Die explodieren einfach. Hätte ich auch nicht gedacht. Okay, ich bin wieder full life. Die Bären sind dann doch echt sehr strong, eigentlich, wenn man so überlegt. Davon kannst du so viele mitnehmen. Sie heilen zwar nur ein halbes Herz. Wenn du aber einen Haufen davon dabei hast, die isst du ja so schnell, dann ist es vollkommen egal. Wie weit bin ich? Ach, guck mal, ich laufe eventuell falsch, weil ich das hier dran bemerkt. Wir sind jetzt hier wieder an der Grenze. Aber guck mal, hier sind zumindest mal die Krabben. Ah, dadurch, dass ich jetzt, dass mein Schwert, ich sehe gerade mein Schwert gleich wieder kaputt. Gehen wir wohl doch ein bisschen früher schon nach Hause als geplant. Da sind nochmal 2 Krabben. Die nehme ich noch mit, die 2 Krabben. Egal, ob mein Schwert kaputt ist oder nicht. Ich habe ja noch die Axt und die Spitzhacke. Okay. Ist jetzt ein bisschen tricky. Ich schmeiß mich jetzt. Dann kann ich mich lange wieder hier mal konzentrieren. Jawohl. Boah. Okay, da ist das Schwert ist kaputt gegangen. Nachdem ich den ja hier die Krabbe hier getötet habe, habe ich dann. Oh, aber das macht mit. Also 3 Schaden sind echt super wenig bei den Krabben, ey. Weil die haben ja einen Haufen Leben hier in der Wüste. Perfekt. Und auch gut. Wir gehen jetzt wieder zurück. Wir haben 7, 18 und 16. Oh, das ist sehr, sehr gut. Ich denke jetzt halt auch, wir haben neue Sachen freigeschalten. Wie sieht's hier aus? Den Gem Cutter haben wir freigeschalten. Das ist natürlich cool. Ist aber nicht das, was ich mir erhofft habe. Hier, das ist sehr nice. Ich habe 4 Blastpowder. 4 Blastpowder ist sogar mehr, als ich gedacht habe. Aber ich brauche dafür noch trotzdem
Ich muss einmal Wolle einsammeln. Ich glaube, weil ich die Wolle noch nicht eingesammelt habe. Sind Schafe. Schäfchen, gib mir eure Wolle. Ich kann sie gar nicht mitnehmen. Was schmeißen wir? Ja, wir schmeißen nichts weg. Wir essen mal hier eben das Baguette. Perfekt. Nehmen dann die Wolle mit. Ach, verdammt. So, jetzt kann ich die Wolle mitnehmen. Gib mir deine Wolle. Gib mir deine Wolle. Deine auch noch. Dann nehme ich die auch noch mit. So, und dann laufen wir jetzt wieder in Richtung Basis. Und die Folge geht jetzt... das sind nochmal zwei. Oh, das Problem ist, ich kann die Aufnahme schlecht abbrechen. Gut, dann ich nehme, weißt du, ich kann jetzt nicht abbrechen, während ich hier bei denen, die hier dastehen, die bringen mich auch einfach um. Ich töte die eben mal noch geschwind in dieser Folge. Und ich halt, oh, oder sie töten halt mich. Verdammt nochmal. Ey, ich bin gedodged. Jawohl. Extra Damage, den wir hier benötigen, da wir kein Schwert haben. Ah, warte mal, ich muss jetzt mal ganz kurz ein bisschen zurück. Was essen. Ah, perfekt. Schau mal, die greifen sich gegenseitig an. Das ist ja für mich optimal, ey. Die haben sich beide verfehlt. Kann so lange was essen, das ist für mich super. Jawohl. Der Krabbenfight. Die eine ist schon fast tot. Jawohl, aber die dominiert gerade, das finde ich super. Nein, geh weiter weg von mir, sonst greift ihr euch nicht mehr gnädig an. Dadurch, dass die ja jetzt gerade ein bisschen dominiert. Jawohl, bringt sie dich jetzt hier auch um. Und dann kann ich jetzt hingehen und die ein paar Schlägen umbringen. Perfekt. Gut, Freunde. Es ist jetzt. Ja, ich muss mich jetzt ganz kurz irgendwo hinstellen, auf die Schnelle, die Aufnahme beenden und dann mit dem nächsten beginnen. Na, guck mal, das Skelett ist hartnäckig. Das läuft mir hinterher. Was ist denn das hier? Sah cool aus, aber bringt mir nichts. Ah, Mann, okay, dann bringe ich dich halt eben kurz um. Gut, ich habe jetzt kurz Zeit. Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Ich habe eine Playlist. Wenn ihr von Anfang an alles anschauen wollt, dann könnt ihr das mit der Playlist am besten. Die wird jetzt auch hier oben da hinten im Eck für die angezeigt. Teilt das Video mit euren Freunden, um mich zu unterstützen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Freunde, ciao.